Ich hab Angst. Ich packe meine Sachen zusammen. Ich überlege mich mit meinem Freund, wohin ich nochmal flüchten muss. Das sind die Worte eines Freundes, der sich Sorgen macht aufgrund der Rechtsverschärfungen, den massiven Rechtsruck, den wir gerade erleben. Wir sind heute auf einer Demo in Berlin gegen die GEAS-Reform. Es sind hier um die 1000 Leute auf der Straße, viele Organisationen, über 150 Organisationen, die den Aufruf unterzeichnet haben. Nicht nur in Berlin, sondern in vielen Städten Deutschlands auch. GEAS ist die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Diese Reform ist die faktische Abschaffung für das Recht auf Asyl. In dieser Reform steht fest, dass Asylverfahren an den Außengrenzen Europas durchgeführt werden kann, dass Menschen de facto an den Außengrenzen in Lagern inhaftiert werden, dass Asylgründe aus dem Herkunftsland nicht mehr gelten, sondern über welchen Staaten die Menschen nach Europa gekommen sind. Also de facto ist eine Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl. Und deshalb lasst uns ihn hier in Kreuzberg, in der Hochburg der Grünen, ganz deutlich machen: Solidarität wird immer gewinnen. Kein Mensch ist illegal. Die GEAS-Reform ist nicht der einzige Angriff auf das Recht auf Asyl, sondern es passieren gerade auf Bundesebene massive Verschärfungen im Bereich Abschiebungen. Es geht um den Entwurf eines, Achtung, Rückführungsverbesserungsgesetzes. In dessen Rahmen soll auch das Aufenthaltsgesetz geändert werden, und zwar § 96, der sogenannte Schleuserparagraf. Der bestrafte bisher nur, wer Menschen bei der Einreise in einen anderen Schengen-Staat wie Italien half und dies gegen Bezahlung tat. Nun aber soll es auch ohne Bezahlung strafbar sein, wenn es wiederholt oder zugunsten von mehreren Ausländern passiert. Das Innenministerium beteuert zwar, auf Druck der Presse hin, die Seenotrettung sei damit gar nicht gemeint gewesen. Aber was damit mal gemeint war, ist scheißegal, wenn ein solcher Gesetzestext Staatsanwaltschaften die rechtliche Grundlage dafür schafft, NGOs zu überwachen, zu durchsuchen, ihre Schiffe zu beschlagnahmen und ihre Crews zu inhaftieren. Das neue Abschiebungsgesetz sieht eine ganze Reihe an restriktiven Maßnahmen vor. Ausreisegewahrsam von 10 auf 28 Tage. Abschiebungshaft wird massiv ausgeweitet. Von 3 Monaten auf 6 Monate, die Daten von Handys ausgelesen werden, ohne dass hier eine Verhältnismäßigkeitsprüfung stattfinden muss. Außerdem sind wir auch besonders besorgt, dass eben noch häufiger Menschen nachts aus ihren Betten geholt werden. Das kann auch Familien mit Kindern betreffen. Das verursacht enorme Angst bei den Menschen. Wir erleben Forderungen, die vor noch wenigen Monaten undenkbar gewesen wären, von der Abschaffung des Rechts auf Asyl hin zur Anwendung von Gewalt, um fliehende Menschen zu stoppen. Das ist eine Enthemmung, die uns tatsächlich Angst macht, denn es geht hier um Grundrechte. Ich erlebe die jetzige Debatte als eine toxische Debatte, die in die Richtung geht, einen Wettbewerb der Verschärfungen im Recht auf Asyl, um Stimmen von rechts zurückzuholen. Das ist die falsche Strategie. Indem wir rechte Forderungen unterstützen oder nachgehen, würden die Rechten noch massivere Forderungen stellen. Das wird den Gesamtdiskurs in dem Land verschieben. Stattdessen brauchen wir die Umsetzung der Menschenrechte, eine klare Kante gegen rechts, und nur das korrigieren wir den jetzigen Diskurs.